sind hier am Sägeteich in Offenburg. Da haben wir eine Containerunterkunft für Flüchtlinge vom Landratsamt. Der hat es heute Nacht um 2.33 Uhr wurde mal alarmiert, so ein größerer Brand. Was sich dann beim Eintreffer auch bestätigt hat, da standen schon mehrere Container im Obergeschoss, die sind immer zweigeschossig aufgebaut, im Vollbrand. Wir konnten dann von der einen Seite einen Innenangriff nach oben machen. Das Positive an der ganzen Sache war, dass oben im ersten Obergeschoss die Container, immer 8 Container oder 16 Container mit einer Brandwand voneinander getrennt ist. Und die hat hervorragend gehalten, sodass im hinteren Bereich bis zur Brandwand, aber im Obergeschoss alle Container ausgebrannt sind. Wir konnten aber das Feuer dann schnell unter Kontrolle bringen und den Rest dieser Container dann auch vor der weiteren Ausbreitung des Feuers schützen. Also als wir ankamen, waren keine Bewohner mehr in der Anlage, also in der brennenden Anlage. Aussage von vor Ort, von Passanten war, dass die relativ schnell raus sind und dass das auch sehr diszipliniert und geordnet abgelaufen wäre. Also vor Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Personen raus. Das war vom Landratsamt, die Migrationsamt ist hier. Ein Teil der Bewohner können umgelegt werden in nicht belegte Container, also ist hier noch nicht voll. Und 17 Bewohner wurden nach Lahr in eine Unterkunft gebracht, sodass jetzt alle auch wieder eine Unterkunft haben. Ja, es waren diese Container. Dadurch, dass die in solche Abschnitte unterteilt sind, kann sich der Brand da nicht komplett schnell ausbreiten. Aber im Brandabschnitt drin war die Ausbreitung sehr hoch. Aber wir konnten sowohl im Inner- als auch vom Außenangriff den Brand sehr schnell löschen. Ja, auf der Anfahrt denkt man dann immer, wenn man den Rauchpilz sieht und dann auch den Feuerschein, okay, das wird nochmal eine lange Nacht. Wir waren insgesamt mit 80 Einsatzkräften vor Ort und nochmal 20 in Bereitschaft. Wir müssen im Container, in den brandbetroffenen Containern, die Dämmung noch aus der Decke rausnehmen, weil da haben wir noch Glutnester. Das wird sich noch einige Zeit hinziehen, weil ich gehe davon aus, dass wir in den frühen Morgenstunden bis 6 Uhr dann auch die Einsatzstelle verlassen können. Ich bin alarmiert worden natürlich um kurz nach 3 und dann hier hin, und ich habe mir schon auf der Fahrt natürlich berichten lassen und bin froh, dass ziemlich schnell klar war, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, dass der Einsatz hervorragend funktioniert hat. Alle Rettungskräfte waren blitzschnell am Ort, die Abläufe waren gut eingeübt und haben gut funktioniert, und von daher
kann man jetzt wohl Entwarnung geben. Alle Insassen und Einwohner sind versorgt worden. 17 in Schutterwald, der Rest konnte hier in der Containeranlage direkt untergebracht werden, sodass wir jetzt hoffentlich bald einen Haken dran machen können. Jetzt haben wir noch eine Lagebesprechung und dann können wir es langsam auflösen. Na gut, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die Anlage uns genau angucken, wenn es ausgekühlt ist und alles gesichert ist. Was wir davon noch benutzen kann, das wird nicht viel sein, aber danach schauen wir und dann werden wir möglichst bald Ersatz schaffen. Ja, und dann geht's weiter.